Es gibt Hammer-Nachrichten in Bezug auf die Kryptoregulierung aus den Vereinigten Staaten und diese Schritte könnten tatsächlich den gesamten Kryptomarkt in Zukunft beeinflussen. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit diesen Entwicklungen, darüber hinaus selbstverständlich auch mit der möglichen ETH-Spot-ETF-Zulassung, die gegebenenfalls heute Nacht stattfinden könnte. Warum das Ganze auf der einen Seite eventuell bullish ist, auf der anderen Seite allerdings nicht zu hoch gewertet werden sollte, schauen wir uns im heutigen Video ebenfalls an. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Markt. Update. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute habe ich gleich mehrere Informationen für euch mitgebracht, gerade auch regulatorischer Natur, denn letzte Nacht gab es einige extrem wichtige Entscheidungen. Zuvor schauen wir uns allerdings erstmal die Bitcoin Spot ETF Flows an, die jetzt mit 8 Tagen in Folge Zuflüssen wieder ins Positive gestiegen sind. Wir haben ja uns gestern schon darüber unterhalten, dass die Tendenz des Nettozuflusses in die ETFs stärker da zu sein scheint. Zwar sahen wir gestern etwas geringere Zuflüsse von nur 154 Millionen US-Dollar, trotzdem eine positive Nettodifferenz. Zudem ist es jetzt auch offiziell, BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hat mehr Bitcoin AUM, Asset Under Management, als Grayscale. Der Grayscale Bitcoin Trust hat ja in den letzten Monaten übergeordnet viele Bitcoin verloren, während BlackRock extrem viele Bitcoin aufsammeln konnte. BlackRock ist eben der größte Vermögensverwalter der Welt und nun auch der größte Bitcoin Spot ETF Herausgeber der Welt, wenn man sich die Anzahl der Bitcoin anschaut, die sie halten. Die sie halten, muss man natürlich relativ sehen. BlackRock gibt diese ETFs raus, BlackRock bietet diese ETFs an. Die Besitzer der ETFs sind allerdings selbstverständlich die Kunden. Das wird immer so ein bisschen missinterpretiert. BlackRock kauft jetzt nicht die ganzen Bitcoin auf, es sind selbstverständlich die Investoren, die Kunden von BlackRock, die eben diese Bitcoin kaufen. Zudem haben wir gesehen, dass alleine gestern Wale Bitcoin im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar angehäuft haben. Schauen wir uns mal die Bilanz auch über die letzte Woche an, so kann man relativ gut festhalten, dass sich große Wale momentan positionieren und weiter Bitcoin akkumulieren, während kleinere Marktteilnehmer zum aktuellen Zeitpunkt weiter ihre Bestände abstoßen. Auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, doch eine noch viel interessantere Entwicklung kam tatsächlich gestern aus den Vereinigten Staaten. Wir beginnen kurz mit einem kleinen Clip vom Kongressabgeordneten Tom Emmer. Dieser sprach nämlich gestern und betonte, dass er ein Verbot von CBDCs fordert. CBDCs, also digitales Zentralbankengeld, wird momentan von diversen Zentralbanken auf der Welt erforscht. Es handelt sich am Ende des Tages um eine Art der digitalen Währung, die eben vom Finanzsystem bzw. von der Zentralbank selber gesteuert wird. Diese CBDCs laufen folglich nur online und können dementsprechend auch komplett überwacht werden, gleichzeitig allerdings natürlich auch beeinflusst werden. Tom Emmer betonte beispielsweise, eine CBDC ist nichts anderes als ein großes Überwachungsinstrument der Regierung, das als Waffe eingesetzt wird, um die Freiheit und das Recht der Amerikaner auf Privatsphäre zu unterdrücken. Denn was kann man mit CBDCs machen? Man kann eben als Herausgeber dieser CBDCs genau schauen, wer hat wie viele CBDCs oder wer hat wie viel Währung und was macht diese Person damit. Des Weiteren kann das Geld natürlich auch einfacher beeinflusst werden. Wenn du jetzt 100 Euro in deiner Hosentasche hast, dann kann die Regierung nicht so einfach das Geld mal eben auf eine schwarze Liste setzen. Bei CBDCs ist es anders. Hier kann natürlich die Regierung oder die Zentralbank sagen, okay, dein Geld ist ab jetzt gar nichts mehr wert oder es wird einfach eingefroren. Und das ist eben die Sorge rund um CBDCs. Eine solche Entwicklung sehen wir beispielsweise in China, wo es bereits schon seit einigen Jahren Pilotprojekte gibt. Dort ist es beispielsweise in einigen Regionen so, dass die CBDCs schon implementiert wurden. Die Menschen gehen arbeiten, verdienen CBDCs, also diese digitalen Währungen, haben allerdings beispielsweise eine Ablauffrist von 30 Tagen, müssen also ihr verdientes Geld innerhalb von 30 Tagen ausgeben, weil es ansonsten einfach abläuft und nichts mehr wert ist. Damit möchte die Regierung natürlich die Menschen in dem Sinne unter Druck setzen, dass sie ihr eingenommenes Geld auch verkonsumieren, denn natürlich Konsum bzw. das Ausgeben von Geld sorgt natürlich für ein erhöhtes Bruttoinlandsprodukt und es sorgt am Ende des Tages natürlich auch für höhere Staatseinnahmen, denn wenn du jetzt Geld verdienst, zahlst du Steuern drauf, liegt das Geld auf deinem Bankkonto, zahlst du keine Steuern. Wenn du das Geld allerdings wieder ausgibst, werden eben wieder Steuern fällig und genau das ist eben auch ein Argument des Staates bzw. ein Wunsch des Staates, dass eben Geld immer im Umlauf bleibt und nicht gespart wird. Tom Emmer betonte beispielsweise ebenfalls, wir werden nicht gewählte Bürokraten in der Biden-Administration davon abhalten, eine CBDC zu verwenden, die die amerikanische Lebensweise zu zerstören droht, im Gegensatz zu dezentralen digitalen Vermögensverwaltungen.
Vermögenswerten wie Bitcoin. Ich finde es an dieser Stelle extrem bemerkenswert, dass er hier auch Bitcoin mit reinbringt und eben als ja, dezentrale digitalen Vermögenswert hier mit reinbringt, denn wenn man digitale Währungen haben möchte, kann man auf den Bitcoin zurückgreifen. Dieser kann allerdings eben von der Regierung nicht kontrolliert werden, aber natürlich möchten die Regierungen auch in Zukunft weiter die Kontrolle behalten. Ich denke auch, sie werden alles daran tun, weiterhin die Kontrolle über das Finanzsystem zu halten. Das ist ja das Schöne an Bitcoin, dass er ja während die Fiat-Währungen abwerten, auf der anderen Seite nur aufwertet, weil hier 21 Millionen Bitcoin im Gegensatz zu einer unendlichen gedruckten Geldmenge stehen, kann Bitcoin nur wachsen, wenn auch die Geldmenge weiter wächst, und auch CBDCs werden früher oder später inflationär sein, wenn sie erstmal da sind. Und selbst wenn die Regierung jetzt nichts Böses mit CBDCs vorhat, haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, alle ja leider sehen müssen, wie schnell es auch zu Regierungswechseln kommen kann, sodass auf einmal die politische Führung eine komplett andere ist. Und selbst wenn unsere aktuelle Politik uns vielleicht nicht kontrollieren möchte, auch wenn ich das nicht glaube, kann es eben sein, dass zukünftige Politiker eben genau das machen wollen. Und wenn man eben ihnen jetzt die Möglichkeit der CBDCs gibt, können eben auch zukünftige Regierungen diese zum Nachteil für sich bzw. für die Bevölkerung nutzen. Ganz geschweige davon, dass es eben auch möglicherweise Eingriffe von außen geben kann durch Hacker. Ihr wisst es gibt natürlich immer wieder Konflikte zwischen den verschiedenen Staaten, auch zwischen Russland, China und den USA. Und auch hier kommen natürlich Cyberattacks immer wie gerufen, und gerade so eine digitale Währung kann dann natürlich genutzt werden, wenn hier ein Eindringling ins System kommt und mal eben der Bevölkerung das Geld von einer auf die andere Sekunde wegnimmt. Also hier auf jeden Fall groß bedenklich, und ich finde es sehr gut, dass wir mittlerweile in der Politik so ein leichtes Erwachen sehen, dass eben so langsam das Ganze angegangen wird und dass selbst jetzt sogar Politiker schon sagen, dass man der Politik nicht zu viel Macht geben sollte. Wie sich das Ganze entwickelt, werden wir natürlich in Zukunft weiter begleiten. Es gab zudem auch gestern Abend bzw. heute Nacht weitere sehr interessante Entwicklung in Bezug auf Gesetzesentscheidungen in den Vereinigten Staaten. Wir haben uns im gestrigen Video ja schon darüber unterhalten, über die sogenannte FIT-21-Regulierung. Gestern Abend gab es im Repräsentantenhaus hierzu eine in Anführungsstrichen Umfrage bzw. eine Abstimmung, ob man eben dieses Kryptogesetz in Zukunft zulassen möchte oder nicht. Ich hatte gestern schon darüber gesprochen, und während das Video hochgeladen wurde bzw. als es dann online war, kam tatsächlich die Nachricht von der Biden-Regierung, die ja eigentlich ganz klar gegen Krypto ist, dass sie zwar Bedenken gegenüber diesem Gesetz bzw. dieser Verordnung haben, allerdings keine Vetodrohung aussprechen. Also die Biden-Regierung sagt, sie werden kein Veto einlegen, sollte es hier tatsächlich zu einer Zustimmung des Gesetzesvorschlags bzw. des Regelvorschlags kommen. Das Weiße Haus möchte allerdings auf der anderen Seite, das betonen sie auch, ich zitiere, einen ausgewogenen Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte entwickeln. Sie wollen hieran teilhaben, und das ist doch mal etwas komplett anderes, als wir die letzten Monate gesehen haben. In den letzten Monaten sahen wir, wie das Weiße Haus bzw. die Biden-Regierung immer wieder nur gegen den Kryptomarkt geschossen hat. Immer wieder kamen hier Gesetzesvorschläge, die eigentlich nur verboten gleich kamen. Jetzt sieht man so langsam, okay Mist, es gibt wohl zu viele Leute, die auch pro Krypto und pro Freiheit sind. Und damit die Regierung nicht zu viele Wählerstimmen kurz vor der Präsidentschaftswahl verliert, müssen sie sich jetzt final auch diesbezüglich etwas öffnen. Ich frage mich an dieser Stelle, warum sind Sie dafür, dass ein ausgewogener Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte entwickelt wird, wenn es doch nach Aussagen der SEC schon lange einen Regulierungsrahmen gibt? Aber gut, das ist natürlich hier nur meine Ansicht. Jedenfalls scheint es so, als ob die Politik weiter aufwacht. An dieser Stelle würde ich mich freuen, wenn du das Video kurz bewertest. Gerne einen Daumen nach oben, falls es dir weiterhilft und gefällt. Gerne natürlich auch einen Daumen nach unten, falls es dir überhaupt nicht zusagt. Und falls du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, kannst du diesen Kanal selbstverständlich auch sehr gerne kostenfrei abonnieren. Doch was ist jetzt so bahnbrechend? Was ist so besonders an dem FIT-21-Gesetzesvorschlag? Der sogenannte Financial Innovation and Technology for 21st Century Act zielt darauf ab, eine regulatorische Struktur für digitale Vermögenswerte in den USA zu schaffen. Also er spielt darauf ab, dass man eben einen festen Regulierungsrahmen extra für diese digitalen Assets hat. Der Vorschlag wurde von mehreren US-Abgeordneten eingereicht und soll eben die Zuständigkeit der CFTC, also der Commodity Futures Trading Commission, und der SEC, der Securities and Exchange Commission, ganz klar
definieren. Die CFTC konzentriert sich ja auf Rohstoffe und Waren und die SEC auf der anderen Seite auf Wertpapiere. Und mit diesem Gesetzesvorschlag möchte man eben jetzt diese digitalen Vermögenswerte ganz klar klassifizieren, dass man weiß, das ist ein Wertpapier und das ist kein Wertpapier. Dabei gibt es eben eine klare Unterscheidung, dass dezentralisierte Blockchains von der CFTC reguliert werden und auf der anderen Seite nicht dezentralisierte Blockchains unter die Aufsicht der SEC fallen. Außerdem werden einige Ausnahmen in dieser Regel rausgenommen, wie beispielsweise die Stablecoins. Diese werden hierbei noch einmal etwas anders angegangen. Ein wichtiger Bestandteil des Gesetzes ist vor allem die Forderung nach Transparenz, Rechenschaftspflicht für Marktteilnehmer durch detaillierte Offenlegungspflichten und die Trennung von Kunden- sowie Unternehmensgeldern. Also es geht hierbei wirklich darum, dass man eben zum einen Crypto-Assets vernünftig klassifiziert und dann eben auch für die Börsen und Co. hier vernünftige Strukturen aufweist, wie sie eben arbeiten müssen. Ziel ist es, dass die US-Führungsrolle im globalen Finanzsystem weiter gestärkt wird und auch Innovationen hier nicht im Keim erstickt werden. Dieser Vorschlag ist bei weitem nicht perfekt. Es gibt immer noch ein paar Fragezeichen, zum Beispiel, was ist jetzt wirklich eine dezentrale Blockchain? Allerdings muss man sagen, das ist erstmal der erste Schritt und es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, denn es ist besser, als gar nichts zu machen. Zudem sehen wir eben, dass es dadurch ja klare Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Assets, dass eben angesehen wird, dass es solche und solche Assets gibt und dass es eben auch bei der Aufsichtspflicht in Bezug auf die SEC oder der CFTC klare Unterschiede gibt. Über diesen Gesetzesvorschlag bzw. Entwurf wurde also gestern Abend dann im Repräsentantenhaus entschieden und tatsächlich mit 187 zu 136 Stimmen wurde hier vom Repräsentantenhaus dieser Gesetzesentwurf verabschiedet. Das ist ein riesiger Schritt. Vor allem sahen wir, dass zum einen 208 Republikaner dafür gestimmt haben, allerdings auch 71 Demokraten. Und die Demokraten sind ganz klar in der Vergangenheit eher gegen Krypto gewesen. Dass jetzt allerdings 71 Abgeordnete für dieses Gesetz stimmen, ist ein ganz klares Zeichen eines Sinneswandels auch bei den Demokraten. Es gab 136 Stimmen dagegen, aber wie gesagt, sie stimmen halt eben gegen 278 positive Stimmen. Das Ganze ist allerdings zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht durch, denn als nächstes geht eben dieser Gesetzesvorschlag jetzt zum US-Senat rüber. Dieser hat allerdings keinen zeitlichen Rahmen, wann es hier zu einer Abstimmung kommen muss. Zudem sehen wir, dass es dort Kryptokritiker wie beispielsweise die Senatorin Elizabeth Warren gibt, die natürlich mit ihrer Anti-Krypto-Kampagne ja große Wellen gegen den Kryptomarkt schlägt. Trotzdem, der Senat steht also jetzt eben vor der Entscheidung und wie gestern bereits angesprochen, hat der Senat erst in der vergangenen Woche für die Abschaffung einer SEC-Regel gestimmt, die eben Banken und Kryptounternehmen in ihren Geschäftstätigkeiten einschränkt. Darüber haben wir uns gestern schon unterhalten. Der Senat hat also in der vergangenen Woche erst eine Pro-Krypto-Entscheidung getroffen. Jetzt steht er eben vor den nächsten regulatorischen Abstimmung. Der Senat kann hierbei natürlich auch diesen Gesetzesvorschlag überarbeiten und dann in Zusammenarbeit mit dem Repräsentantenhaus noch einmal überarbeitet durchgehen. Trotzdem muss man berücksichtigen, dass es eben theoretisch Monate dauern kann, bis der Senat über diesen Gesetzesvorschlag tatsächlich entscheidet. Wenn der Senat mit dem Repräsentantenhaus hier zusammenarbeitet, um das Ganze noch einmal zu überarbeiten, wird der Gesetzesentwurf dann final zur endgültigen Genehmigung wieder an den Kongress weitergeleitet. Präsident Joe Biden hat dann 10 Tage Zeit, um FIT 21 zu unterzeichnen oder ein Veto einzulegen. Das Besondere, was ich allerdings eben angesprochen hatte, war, dass die Regierung eben gestern gesagt hat, dass sie zwar nicht für eine Pro-Krypto-Regulierung sind, allerdings auch kein Veto dagegen einlegen würden. Das sind auf jeden Fall richtig, richtig positive Schritte, auch wenn man, wie gesagt, ganz klar sagen muss, bis das Ganze wirklich final ist, können noch Monate vergehen, aber bis zu den US-Wahlen sind auch noch einige Monate und ja, es kann natürlich jetzt sein, dass die Regierung dagegen geht und Biden doch ein Veto einlegt und die Senatoren doch alle dagegen schießen, doch wir haben eben mittlerweile einen relativ großen Anteil der US-Amerikaner, die hier tatsächlich auch im Kryptomarkt investiert sind und es kann eben sehr gut sein, dass die Politiker hier nicht unbedingt diesen Investoren vor den Bug schießen will, denn sie würden dann wahrscheinlich nochmal überdenken, ob sie die Regierung ein weiteres Mal wählen. Heute kommt es zu einer weiteren, vielleicht sogar noch interessanteren Entscheidung, nämlich zur ETF-Deadline des ETH
Spot-ETFs. Bereits heute Morgen wurde bekannt gegeben, dass auch über die S1-Regulierungsanträge diskutiert wird. Dabei müssen zuerst diese sogenannten 19b-4-Formulare akzeptiert werden und im Anschluss dessen dann die S1-Registrierungserklärungen. Das heißt, es gibt hier zwei Formulare, die genehmigt werden müssen. Erst die 19b-4-Anträge und dann die S1-Anträge. Erst dann kann der Handel theoretisch tatsächlich beginnen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen gesehen, dass die ganzen 19b-4-Anträge überarbeitet wurden. Auch BlackRock hat gestern beispielsweise das Daken aus den Anträgen gestrichen. Vor der Genehmigung werden in der Regel diese Formulare immer wieder hin und her geschickt. Die SEC fordert dann Überarbeitung. Dann kommt es eben zur Überarbeitung von den Emittenten. Sie werden zurückgeschickt und dann kommt es am Ende gegebenenfalls zu einer Zulassung. Heute ist eben der Stichtag, wo die Formulare von VanEck in Bezug auf die 19b-4-Anträge genehmigt oder abgelehnt werden müssen. Wie gesagt, es kann eben dann noch etwas dauern, bis auch die S1-Anträge genehmigt werden. Im Falle von Bitcoin Anfang des Jahres haben wir hier eine wirklich schnelle Entwicklung gesehen. Dort wurden die 19b-4-Anträge fast zeitgleich mit den S1-Anträgen genehmigt. Das muss allerdings nicht so sein. Es kann theoretisch auch sein, dass zwischen der Zulassung der beiden Anträge mehrere Monate vergehen. Das darf man an dieser Stelle nicht vergessen und auch nicht vernachlässigen. Da man allerdings davon ausgeht, dass heute mehrere ETH-ETF-Anträge gleichzeitig genehmigt werden, geht man im Zuge dessen auch davon aus, dass es relativ schnell zu einer gesamten Genehmigung kommt. An dieser Stelle natürlich die Frage, ob es überhaupt zu einer Genehmigung kommt. Die Chancen stehen zwar momentan sehr, sehr gut und die SEC wird wohl auch kaum einen so regen Austausch mit den ETF-Emittenten pflegen, wenn sie am Ende des Tages das Ding sowieso ablehnen. Faktisch wissen wir es allerdings zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Laut dem Bloomberg-ETF Eric Balchunas kommt es wahrscheinlich heute um 16 Uhr Eastern Time zu einer Entscheidung. Das ist ungefähr 22 Uhr deutscher Zeit. Es könnte allerdings theoretisch auch etwas später werden. Wie im Falle der Bitcoin-Spot-ETFs weiß man nicht ganz genau, wann es eben hier zur Aussage der SEC kommt. Man weiß allerdings, dass sie eben heute eine Entscheidung fällen müssen. Es ist und bleibt also definitiv spannend. So viel sei auf jeden Fall gesagt, auch wenn es natürlich keine Garantien gibt. Trotzdem sagt beispielsweise Joseph Lubin, dass die Einführung der ETH-Spot-ETFs in den USA so gut wie abgeschlossen sei. Der Ethereum-Mitbegründer betonte zudem, dass der Druck auf die SEC eben aus politischer Natur immer stärker anwächst. Er sagte auch, wenn 40, 50 oder 60% der wahlberechtigten Bevölkerung digitale Vermögenswerte besitzen, dann will man ihre Portfolios nicht mit Füßen treten. Man will Institutionen, Pensionsfonds oder andere Arten von konservierten Geldern nicht mit Füßen treten. Logisch, wenn hier natürlich die Investoren bzw. die Portfolios der Investoren bzw. der Bevölkerung mit Füßen getreten werden, dann könnte man in diesem Sinne auch einige Wählerstimmen verlieren. Unter anderem aufgrund dessen ist der Markt momentan so bullisch und euphorisch, dass es heute zu einer Zulassung kommen wird. Das sehen wir beispielsweise auch an der CME, an der Chicago Mercantile Exchange, die halt hauptsächlich von Institutionellen genutzt wird. Wir sehen bereits seit Montag eine massive Long-Tendenz. Viele Marktteilnehmer sind dazugekommen, viele große Wetten sind entstanden und eben auch viele Long-Wetten. Das nominale Open Interest ist seit dem Handelsschluss am vergangenen Freitag um 37,6% gestiegen. Laut einem heute Nacht veröffentlichten Bericht von CryptoQuant sahen wir zudem, dass die Kaufkraftaktivität auf zentralisierten Börsen sowie auch auf den Blockchain-basierten Börsen massiv zugenommen hat. Die Ethereum Permanent Hodler, also Adressen, die ETH nur kaufen, allerdings nicht verkaufen, haben am Dienstag mehr als 100.000 ETH von den Spotmärkten aufgesammelt. Das ist der höchste Tagestrend seit September 2023. Wir sehen momentan eine massive Käufernachfrage. Doch was ist das Fazit des heutigen Videos? Zum einen in Bezug auf die FIT 21 Gesetzesvorschläge bzw. Regulierungsabsichten. Hier gab es gestern eine sehr, sehr eindeutige Entscheidung und ein eindeutiges Signal an den Markt. Die US-Regierung wird sich jetzt mit einer Kryptoregulierung beschäftigen. Ob das Ganze am Ende des Tages super pro Krypto ist oder anti-Krypto, was wir allerdings im Zuge dessen davon haben, ist eben ein regulatorischer Rahmen, sodass man eben zumindest mehr Sicherheit hat, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Dabei sieht es tendenziell mehr pro Krypto aus, weil eben mittlerweile schon ein Großteil der Amerikaner in den Markt investiert sind und eben nicht unbedingt wollen, dass ihr Portfolio aufgrund von Regierungsentscheidungen hier massiv unter Druck gesetzt wird. Gerade die US-Wahlen sind hierbei natürlich ein weiterer Druckgebungspunkt, der eben auch dazu führen könnte, dass die FIT 21-Anträge bzw. der Gesetzesvorschlag wahrscheinlich relativ zügig vom Senat
entschieden wird. Zudem sehen wir eben heute die Entscheidung der ETH Spot ETF Anträge. Eine Ablehnung wäre natürlich katastrophal. Wir haben jetzt extrem viel Euphorie, eine ziemlich große Zuversicht, viel Hebel am Markt und auch viel bullischen Hebel. Die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung scheint gering zu sein, so eben auch dann die Wahrscheinlichkeit eines massiven Absturzes, sollte es doch zu einer Ablehnung kommen. Trotzdem sehen wir auf der anderen Seite, dass selbst eine Zulassung nicht unbedingt super bullisch sein muss, denn erstens kann es sein, dass die ETFs trotzdem erst in einigen Monaten handelbar sind und zweitens kann es sich eben auch um ein klassisches Buy the Rumors, Sell the News Event handeln. Wir sahen in den letzten Tagen zeitweise massiv einen Anstieg. Wenn dann die News rauskommt, kann es eben trotzdem zu einer Korrektur kommen. Das Ding ist, was wir eben momentan sehen, ist, dass viele Marktteilnehmer eben höhere Chancen eines Abverkaufs sehen. Und ja, wenn viele Investoren eine Sache erwarten, dann trifft meistens doch das Gegenteil ein. Man muss also definitiv weiter aktiv bleiben und aktiv am Ball bleiben. Gerade für die Trader ist es natürlich extrem wichtig, dass man hier wirklich die aktuellen Bewegungen und vor allem auch die Emotionen des Marktes berücksichtigt, denn hier kann es eben schnell zu einem Stimmungswechsel kommen. Für alle Trader unter euch habe ich hier noch etwas Geiles von BingX bekommen. Hier gibt es nämlich jetzt ein exklusives Einzahlungsevent, welches heute Nacht freigeschaltet wird. Man bekommt dann dicke Bonis für USDT-Einzahlungen. Das heißt, du kannst dich einfach über meinen Link anmelden und dir USDT rüberschicken und bekommst dann eben dicke Bonis. Mehr dazu im ersten Link in der Videobeschreibung. Selbstverständlich unterstützt auch mich und meine Arbeit, aber ich glaube, diese Bonis kann man sich definitiv schmecken lassen. Das Ganze geht bis zum 7.6. Man hat also nur begrenzt Zeit und wie gesagt, es ist exklusiv. Es geht nicht für jeden BingX-Nutzer, sondern nur für die Leute, die eben meinen Link verwenden. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch jetzt noch einen entspannten Abend. Ich hoffe nicht zu viel Aufregung und wenn, dann positive Aufregung. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank für den Support und die Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Ciao, Freunde.